Hallo YouTube, heute wollen wir mal eine Matrix etwas skalieren. Das heißt, wir wollen, oder mit einer Matrix wollen wir etwas skalieren. Das heißt, wir wollen eigentlich den Abstand vervielfachen von jedem Punkt. Und ich werde gleich mal zeigen, warum das diesem gleichkommt. Erstmal gucken wir uns an, was genau dann passiert. Das heißt, wir haben hier eine bestimmte Strecke. Und ich sage jetzt, wenn wir unser Objekt hier skalieren wollen, das heißt vergrößern wollen, dann wollen wir in Wahrheit diese Strecke hier vervielfachen, zum Beispiel verdreifachen. Das ist jetzt ungefähr die dreifache Länge. Das heißt, von diesem Punkt hier vorne hätten wir dann diesen Punkt hier erreicht. Das Ganze kann ich ja mal kurz für alle Punkte machen. Und da sind wir schon wieder. Und jetzt habe ich das Ganze mal für alle Punkte gemacht. Und wir sehen, das, was hier rausgekommen ist, im Endeffekt ist, da ich nicht so gut gezeichnet habe, sieht es zwar nicht ganz so gut aus, aber ist eigentlich das gleiche Objekt, nur stark vergrößert. Und zwar in diesem Fall ungefähr, ich habe es nicht ganz gut hingekriegt, um den Faktor 3. Wie hängt das jetzt mit einer Matrix zusammen? Wir haben wieder jeden einzelnen Punkt angeschaut und von jedem einzelnen Punkt eine Skalierung vorgenommen. Das heißt, das können wir jetzt nochmal machen. Wir haben irgendeinen Punkt mit irgendeiner X- und einer Y-Koordinate und den Punkt multiplizieren wir irgendwie mit einer Matrix und erhalten dabei unseren neuen Punkt mit neuen Koordinaten. In diesem Falle kann man sich das ja mal angucken. Wir haben einfach unsere X-Koordinate verdreifacht. Das heißt, wie sieht unsere Matrix aus? Ja, ganz einfach. Hier vorne von x und y nach x' und y'. Das heißt, von x nach x' haben wir das Ganze verdreifacht. Das heißt, hier in die Matrix können wir auch einfach eine 3 reinschreiben. Von y nach x' haben wir nichts gemacht. Wir haben nicht irgendwie mit der Y-Koordinate hantiert bei diesem Punkt. Wir haben einfach nur die x-Koordinate und die y-Koordinate jeweils verdreifacht. Das heißt, um den neuen Punkt rauszukriegen, haben wir einfach das Ganze hier mit dieser Matrix hier multipliziert. Und das Interessante ist, dass das hier die Skalierung war, die sowohl an der x- und y-Koordinate gleichzeitig vorgenommen wurde. Das heißt, theoretisch hätten wir hier das Ganze auch einfach mit 3 multiplizieren können. Das heißt, wir hätten einfach sagen können, das ist 3 mal der Vektor. Wenn wir das Ganze mit einer Matrix haben, stehen uns andere Möglichkeiten offen. Zum Beispiel können wir einzelne Sachen unabhängig skalieren. Das ist dann das, worauf wir achten müssen, dass wir es normalerweise nicht machen, weil dann unser Bild manchmal ein bisschen verzerrt wird. Manchmal macht es aber auch Sinn, das Ganze unabhängig zu skalieren. Das heißt, wenn ich hier irgendein Objekt habe, kann ich dieses Objekt nicht nur in beide Richtungen gleichzeitig vergrößern, sondern ich kann dieses Objekt auch nur in eine Richtung verlängern. In eine Richtung vergrößern. Das Ganze kann ich ja mal eben zeigen. Hier vorne habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder hier das ganze Ding vergrößern, das ganze Ding verkleinern, um einen bestimmten beliebigen Faktor. Das heißt, das hier wäre Faktor 2, Faktor 1. Oder ich kann mir hier einen Seitennippel aussuchen und das Ganze nur in einer Seite verkleinern. Damit mache ich also nichts mehr mit der Y-Koordinate hier. Oder ich mache hier nichts mehr mit der X-Koordinate. Die X-Koordinate lasse ich hier in Ruhe. Das heißt, wenn ich das jetzt mal wieder, die Auswahl mal wieder aufhebe, dann kann ich hier sagen, dass ich zum Beispiel mit dieser Matrix hier nur die x-Koordinate verdreifache. Wenn wir diese Matrix hier mit irgendeinem Vektor multiplizieren, dann haben wir hier den Vektor 3x und y. Das heißt, hier hätten wir nur die x-Koordinate vergrößert. Oder dementsprechend natürlich auch das Ganze nur für die y-Koordinate. Das heißt, wenn wir das so machen, dann vergrößern wir hier nur die y-Koordinate. Das heißt, die x-Koordinate bleibt gleich, die y-Koordinate wird dreifach so groß. Das heißt, das wäre dann dieses Verzerren, was ich gerade gemacht habe. Aber
Es gibt sogar noch mehr. Man kann das Ganze nicht nur vergrößern, wie ihr schon vielleicht gedacht habt, sondern man kann das Ganze natürlich auch verkleinern. Wenn man hier irgendwo eine 0,5 einsetzt, das heißt eine Zahl, die kleiner ist als 1, dann verkleinert man das Ganze automatisch. Das heißt, hier haben wir dann einen xy-Vektor und haben dann hier den minus 0, den 0,5 x-Vektor und den y-Vektor. Und das Ganze geht natürlich auch sogar ins Negative rein. Wenn ich das hier nochmal zeige, ich wähle hier einen Ausschnitt an, dann kann ich den Ausschnitt nicht nur verkleinern, sondern ich kann ihn sogar ganz umdrehen, das Ganze negativ machen. Und das kommt dann wieder der horizontalen Spiegelung gleich. Warum kommt das der horizontalen Spiegelung gleich? Naja, ziemlich simpel. Wenn wir das Ganze negativ machen, das heißt so stark überdrehen, dass das Ganze negativ wird, dann kriegen wir hier diesen Vektor raus in der x-Richtung. Und das war genau der Vektor, den wir auch für die horizontale Spiegelung gemacht haben. Wenn wir den y-Vektor immer kleiner lassen werden, hier vorne ist eine 1, Entschuldigung, wenn wir den y-Vektor nur bewegen und immer kleiner lassen werden, dann kommt hier irgendwann beim y-Vektor eine minus 1 raus. Dann hätten wir eine vertikale Spiegelung. Das heißt, indem wir einen Bereich anwählen und ihn dann einfach immer weiter verkleinern, können wir ihn auch vertikal spiegeln. Und wie ihr euch schon gedacht habt, können wir ihn natürlich auch an einem Punkt spiegeln. Punktspiegelung. Das heißt, alle möglichen Spiegelungen sind in Wahrheit oder kann man auch benutzen, indem man einfach skaliert. Und zwar mit einem negativen Faktor skaliert. Wenn man mit dem negativen Faktor minus 1 skaliert, dann hat man sofort eine Spiegelung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß.